Usain Bolt war der Running Man der letzten Jahre. Abstand halten war in seiner langen Leichtathletik-Ära nie wirklich ein Problem. Doch nun läuft es nicht mehr wirklich, denn jetzt wurde der einst schnellste Mann der Welt ausgebremst. Sein Gegner, das Coronavirus. Über sein positives Testergebnis ist der achtmalige Olympiasieger von der jamaikanischen Gesundheitsbehörde informiert worden, nachdem Bolt bereits zuvor in einem Video erklärt, zurück an den Start, sprich in sein Bett zu müssen. Ich habe am Samstag bereits einen Test gemacht, da ich nach der Feier wieder arbeiten wollte. Ich will damit zeigen, dass ich verantwortungsbewusst bin, daher bleibe ich jetzt hier, auch für meine Freunde. Ich habe keinerlei Symptome, aber ich bin in Heimquarantäne gegangen und warte ab, wie das Ergebnis des Protokolls aussieht. Jetzt ist er einige Zeit aus dem Rennen. Ob das Sprintwunder in Rekordzeit wieder fit wird? Am Freitag ist er jedenfalls in sein eigenes Verderben gerannt. Bolt feiert in Jamaika seinen 34. Geburtstag. Doch nicht alleine und er läuft damit Gefahr, sich zu infizieren. Videos zeigen eine Party im Freien, allerdings tragen die Gäste keinen Mundschutz und halten keinen Abstand voneinander. Unter ihnen auch bekannte Sportler wie die Fußballstars Raheem Sterling von Manchester City und Leon Bailey von Bayer Leverkusen. Der Bundesliga-Profi hat sich selbst in Quarantäne begeben. Doch zurück zu Jamaika. In dem karibischen Inselstaat wurden bisher 1612 Covid-19-Erkrankungen registriert. Nachdem bereits im Juni wieder die Einreise von Besuchern erlaubt ist, gibt es zuletzt eine deutliche Zunahme der Neuinfektionen. Es bleibt zu hoffen, dass auch für den malerischen karibischen Inselstaat bald wieder alles glatt läuft und die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht. Der bekannteste Inselbotschafter könnte der Pandemie in seiner Heimat jetzt einen Schub geben.